Viele Schlagzeilen haben die Äußerungen von Hans-Georg Maaßen zu den Vorfällen in Chemnitz gemacht. Ein Video, das einen rassistischen Übergriff in Chemnitz zeigt, hatte Maaßen als zweifelhaft bezeichnet. Es legen keine Beweise vor, dass das Video authentisch sei, vielmehr liege die Vermutung nahe, es handelt sich um eine gezielte Falschinformation, um von dem Mord in Chemnitz abzulenken. Inzwischen ist die Authentizität des Videos zweifelsfrei belegt. Inzwischen ist Hans-Georg Maaßen nicht mehr Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz. Zwischenzeitlich ist seine Personalie zu einer weiteren Zerreißprobe der Großen Koalition geworden. Das Bestehen oder Nichtbestehen der aktuellen Regierung ist inzwischen das Thema Nummer 1. Nachdem Hans-Georg Maaßen befördert worden ist, kann man sich fragen, waren seine Äußerungen tatsächlich solch ein Skandal, insbesondere dann, wenn man sie mit den anderen Skandalen des Verfassungsschutzes vergleicht? Sind sie nicht eigentlich nur ein kleiner Baustein innerhalb einer größeren Tendenz? Hat dies alles vielleicht auch etwas mit einer länger zurückliegenden Geschichte des Verfassungsschutzes zu tun? Das fängt im Prinzip schon direkt 1945 an, ne? Also weil da gab es zwar einerseits die offizielle Geschichte, die sagt, es gab eine starke Entnazifizierung und das stimmte auch. Auf der anderen Seite haben Amerikaner, aber auch Briten von Anfang an versucht, etwas mit den ehemaligen NS-Funktionseliten, mit Sicherheitsleuten aus dem NS-Sicherheitsapparat, vor allem aber aus der Wehrmacht, zusammenzuarbeiten, um dann weiter gegen die Kommunisten zu kämpfen, ne? Das war seit 1945 an. Und diese Leute haben im Falle des BND, der Organisation Gehlen, die sozusagen in den 50er Jahren die wichtigere Staatsschutzinstitution war, den Kern gebildet dieses BND. Und beim Verfassungsschutz war es ein bisschen anders. Der Verfassungsschutz wurde tatsächlich erst in den 50er Jahren gegründet. Da wurde sozusagen aus optischen Gründen noch viel mehr darauf geachtet, dass es da irgendwie nicht stark belastete Leute gab oder wenig stark belastete Leute innerhalb dieser Institution, wobei man sich natürlich vergegenwärtigen muss, dass der Begriff der Belastung damals sehr eng gefasst wurde. Also als Belastete galten wirklich nur Leute, die unmittelbar an der Judenverfolgung zum Beispiel teilgenommen hatten und eben nicht Leute, die zum Beispiel am Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion teilgenommen hatten, die waren nicht belastet. Das sagt der Historiker Dominik Riegol, der zur Geschichte der Geheimdienste in Deutschland forscht und der hier auf den Umstand hinweist, dass es auch innerhalb des Verfassungsschutzes Kontinuitäten zur Zeit des Nationalsozialismus gegeben hat. Die Expertise von Gestapo, SS und SSD-Leuten war auch im 1950 gegründeten Verfassungsschutz gefragt. Personell hat aber eine andere Kontinuität eine größere Rolle gespielt. Ehemalige Militärs der deutschen Wehrmacht. Diese Leute galten 1945, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, als Militaristen, als genauso schlimm wie Nationalsozialisten und waren deshalb auch entlassen worden und degradiert worden und interniert worden und so weiter und so fort. Und diese Leute, diese Militärs, von denen unheimlich viele bei der Bekämpfung des Widerstands in Frankreich oder in Jugoslawien und vor allem an dem Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion teilgenommen hatten. Ein Vernichtungskrieg, bei dem 27 Millionen Leute umgebracht wurden. Ne? Also sozusagen die wirklich auch an Massenmorden, jetzt nicht unbedingt am Judenmord im engeren Sinne, das auch, aber eben an Mord an sogenannten Slawen oder an Sowjetbürgern beteiligt waren, die kamen massenweise zurück. Und die prägten sozusagen die Frühzeit des Verfassungsschutzes einerseits, aber vor allem eben dieser Organisation Gehlen und des BND. Wenn heute eine politische Tendenz innerhalb des Verfassungsschutzes diskutiert wird, dann ist dies möglicherweise mit einem Blick auf seine Gründungszeit zu verstehen. Darauf weist auch Udo Kaus hin, Vorsitzender der Humanistischen Union Baden-Württemberg. Der Verfassungsschutz ist ja nicht irgendwo, der kommt ja nicht irgendwo aus dem Blauen geflogen und ist insbesondere kein Kind des Grundgesetzes als solchem, sondern das ist ein Kind des Kalten Krieges. Und als Kalten Krieges war das eine Institution des Meinungskampfes zwischen den großen Blöcken und dann den politischen Stellungshaltern jeweils dort. Und insofern war das ein Krieg nicht um sozusagen strafrechtliche Geschichten, sondern es war um die Meinungshoheit und Meinungsfreiheit, um politisches Handeln. Und insofern ist dann der Verfassungsschutz eigentlich von Anfang an immer schon Meinungspolizei gewesen. Was jetzt auch nichts Neues sein wird, ist natürlich, dass die antikommunistische Überzeugungen hatten. Das ist klar. Nun, Antikommunisten waren aber viele. Also da brauchte man kein Nazi zu sein oder auch kein Ex-Wehrmachtsmann zu sein, um Antikommunist zu sein. Was die Leute aber auch waren, also gerade egal, ob sie jetzt echte Nazis jetzt im engeren Sinne waren oder nur Militaristen oder nur Deutschnationale, die waren natürlich auch gegen eine
gegen Sozialismus, gegen eine liberale Form der Demokratie eingestellt. Und das hat man, das zeigen jetzt auch immer mehr Studien, tatsächlich dann auch in der Praxis des Verfassungsschutzes, aber vor allem eben der Organisation Gehlen und des BND gemerkt, die klar immer auch gegen den Kommunismus gekämpft haben, was sozusagen schon problematisch genug ist in einer liberalen Demokratie, aber die immer auch linke Liberale und Sozialisten aus dem Kieker hatten. Und vor allem nicht zufällig gerade solche, die sozusagen besonders kritisch gegen den BND eingestellt waren oder auch gegen die personellen Kontinuitäten beim Verfassungsschutz oder beim BND. Das ist sozusagen eine wichtige Kontinuität, also Antikommunismus, Antisozialismus, Antiliberalismus. Und dann aber so eine andere Kontinuität ist natürlich, dass diese Leute überhaupt kein Verständnis dafür hatten in den 50er, 60er Jahren, dass sie halt in einer liberalen Demokratie jetzt agieren und dass sie eventuell als selber, als Staatsschutzinstitution, als Verfassungsschutzinstitution eventuell auch eine Bedrohung für die Demokratie darstellen könnten. Also wir dachten, ja, wir repräsentieren hier den Rechtsstaat, wir repräsentieren hier das Gute, wir verteidigen hier die Freiheit gegen den Kommunismus und wir dürfen machen, was wir wollen. Also so, das ist, glaube ich, auch was eine schwere Hypothek, die wir sozusagen aus der alten Bundesrepublik mitschleppen. Also einerseits diese Vorurteile, also diese starken antikommunistischen, antisozialistischen, antiliberalen Tendenzen, aber andererseits, ja, dass die Unfähigkeit der demokratischen Institutionen, sich als potenzielle Gefahr auch wahrnehmen zu können, was sie aber auch sind. In der Gründungszeit des Verfassungsschutzes war die personelle Kontinuität zum Nationalsozialismus prägend für die meisten Institutionen, nicht ausschließlich für den Verfassungsschutz. Für diese Situation war gleichzeitig ein bestimmter Umgang mit dem Rechtsextremismus prägend. Eine Situation, die nicht unbedingt korrekt erfasst ist, wenn man sagt, der Staat war auf dem rechten Auge blind. Ich würde dem widersprechen wollen, denn die Institution, die ich mir angeschaut habe, was vor allem das Bundesinnenministerium war, also die Behörde, die für den Verfassungsschutz zuständig ist, die waren jetzt nicht vollkommen blind, was die Rechte angeht, sondern haben relativ genau gesehen, was da eigentlich passierte. Aber sie haben halt im Gegensatz zu der Linken, wo sie auf Exklusion gesetzt haben, also ein Motto, geht doch rüber. Ja, also man sagte, was wollen Sie Kommunist in der Bundesrepublik sein? Es gibt doch die DDR. Ja. Bei den Rechten hat man eine Art Umarmungstaktik angewandt. Das heißt, man hat relativ wenig politische Justiz eingesetzt, also relativ wenig Strafverfahren, relativ wenig Organisationsverbote, hat umgekehrt zwar gesagt, ja, die NPD zum Beispiel ist eine problematische Partei, ist vielleicht auch gegen die Verfassung eingestellt, aber sie ist nicht gegen den Staat eingestellt. Also das ist sozusagen was man bei den Beamten des Bundesinnenministeriums immer wieder findet in den 60er, 70er, in den 80er Jahren. Dass man schon sagt, okay, die NPD ist jetzt nicht so total demokratisch, aber letztlich so richtig gefährlich ist sie nicht und lange nicht so gefährlich wie die Kommunisten. Und das hatte zur Folge, dass man zwar offiziell gesagt hat, die NPD darf nicht, also NPD-Mitglieder dürfen nicht in den öffentlichen Dienst. Faktisch wurden die aber dort geduldet, massenweise, und zwar als Gymnasiallehrer, als BGS-Beamte und bei der Bundeswehr. Und erst, das habe ich jetzt noch nicht so erforscht, aber ich habe so den Eindruck, erst in den 80er Jahren fängt man da an, NPD-Leute stärker aus dem öffentlichen Dienst zu drängen. So, also auf der Rechten hast du so eine Art Umarmungstaktik den Rechten gegenüber, wohingegen bei den Linken, ja, geht auch rüber gesagt wird. Für die Geschichte des Verfassungsschutzes sind Antikommunismus, Antisozialismus, Antiliberalismus einerseits prägend, eine staatliche Umarmungstaktik gegenüber Rechtsextremen andererseits. Möglicherweise haben sich diese Kontinuitäten innerhalb des Verfassungsschutzes besonders erhalten, weil es eine Institution ist, die durch Geheimhaltung und Klandestinität von Entwicklungen innerhalb der Gesellschaft relativ abgetrennt ist. Für die Geschichte des Verfassungsschutzes spielt aber auch ein anderes Ereignis eine Rolle, die Wiedervereinigung. Nach 1990 mussten schließlich die Verfassungsschutzämter für die neuen Bundesländer überhaupt erst aufgebaut werden. Was in den 90er Jahren passiert ist, dass halt gerade was Verfassungsschutz oder Polizeistrukturen, Staatsanwaltschaftsstrukturen und so weiter angeht, ne? Ja, ganz klar, einerseits die ganzen Ostdeutschen, also viele ostdeutsche Eliten abgewickelt wurden, klar, also wegen SED-Nähe und so weiter oder Stasi-Kontakten und so weiter und so fort. Und wer füllt diese Leute auf? Also gerade bei den wichtigen Institutionen. Und da habe ich so den Eindruck, dass die Leute, die dann in den Osten gekommen sind, waren tendenziell konservative CDUler, rechte CDUler, Leute vom rechten Rand der Union, die in der Bundesrepublik jetzt nicht so richtig gut den Stich gemacht haben, also die nicht so erfolgreich waren, die vielleicht auch nicht so helle waren und rechtsoffen waren. So, und die Leute werden dann in die 5 neuen Länder geschickt, um da ja eine Institution aufzubauen, die eigentlich dafür da ist, die Demokratie und die Liberalität und
die Menschenwürde zu schützen, aber letztlich dann sozusagen in der Kooperation mit dem, was es da in rechten Strukturen dann schon gab, sozusagen teils aus der DDR oder stark aus der DDR noch mitgenommen und zum Teil dann mit Wessis dann auch noch bestückt, worauf dann das entstand, was man dann den NSU-Komplex dann heute nennt. Und also ich sage das deswegen auch immer, weil mich so ein bisschen das Ossi-Bashing in dem Punkt halt nervt, weil das Problem, was wir heute in Ostdeutschland haben, ist halt eben nicht nur ein Ossi-Problem, sondern auch ein Problem der importierten rechten Westeliten, ja, die dann in den 90er Jahren halt noch einen CDU-Sachsensumpf formiert haben, aber die mittlerweile halt die in der AfD halt sind oder AfD-nahe sind oder was auch oder noch rechter. Also das wäre so mein Ding, dass wir wirklich hier eine Ost-West-Kooperation haben, jedenfalls strukturell. Nach der Wiedervereinigung entstehen auch jene Gruppierungen, aus denen dann der nationalsozialistische Untergrund entstand. Es ist nicht so, dass der Verfassungsschutz diese Gruppen nicht beobachtet hätte, im Gegenteil. Es sind V-Männer, die Honorare des Verfassungsschutzes in den Aufbau eben jener rechtsextremen Strukturen investieren. Und auch später hat der NSU von der Beobachtung des Verfassungsschutzes eher profitiert, als dass es ihm geschadet hätte. Das, was im NSU-Bereich für mich da immer besonders eigentlich nochmal deutlich wird, der NSU-Komplex hat sich eigentlich unter anderem deshalb so gut halten können und sich entwickeln können zu dieser Ausgeburt, weil Verfassungsschutzleute, verdeckte Ermittler, Vertrauensleute ringsherum in dem ganzen Bereich des Rechtsradikalen platziert waren und die jeweiligen Führer, V-Leute-Führer des Verfassungsschutzes jeweils immer Angst hatten, dass sie, wenn sie ihre Wissen weitergeben, dass ihre Quellen dann enttarnt werden und damit sozusagen ihre originären Leistungsbescheide, also das, was sie leisten, dann damit hinfällig wird. Also das ist für mich ein ganz typischer Fall und für mich rekrutiert eigentlich darin, dass eine Kernforderung der Abschaffung des Verfassungsschutzes ist, zunächst einmal die Spitzeltätigkeit, die geheime Tätigkeit von Geheimdiensten einzustellen, dass das kann nicht sein, das darf nicht sein, weil das gebiert fortwährend neues verstecktes, neues Geheimnis, wie das eben im Bereich UNSU gewesen ist. Ja, der NSU ist sozusagen umzingelt von V-Leuten gewesen oder fundierte in das V-Leute-Wesen. Also die Übergänge waren ja dann letztlich fließend, wenn man davon ausgeht, dass der NSU eben nicht nur drei Leute waren, was ja relativ plausibel erscheint. Genau, dass wir halt bei den Rechten auf jeden Fall so eine massenweises Einsetzen von V-Leuten haben, in den Spitzen auch von den Parteien. Also zum Beispiel die erste rechtsradikale Partei, die in der Bundesrepublik verboten wurde, die SRP 1952 noch, also vor der KPD, als wichtiges symbolpolitisches Ereignis, dass man sagte, ja, wir kämpfen nicht nur gegen den Kommunismus, sondern auch gegen die radikale Rechte. Da saßen ja im Vorstand auch zwei wichtige V-Leute drin, also in der Partei, die 1952 vom Bundesverfassungsgericht, von dem allseits geliebten und gelobten Bundesverfassungsgericht verboten wurde. Also das heißt, das hätte damals auch schon illegal sein müssen. Und da denke ich, worum es sozusagen bei diesen V-Leuten einsetzen geht, da geht es nicht nur darum, dass der Staat Informationen will, sondern da geht es eben auch um diese, ja, ich weiß nicht, ob man es Umarmungstaktik nennen will, aber halt um eine Form des Umgangs mit der Rechten, der halt sagt, ja, wir bleiben in Kontakt, wir informieren uns gegenseitig, ihr gebt uns Informationen, also im Umkehrschluss lassen wir euch aber auch relativ in Ruhe oder machen nur manchmal so symbolpolitische Haltung und so weiter und so fort. Also es gibt da sozusagen schon eine Gegnerschaft, also ich würde schon sagen, dass der Verfassungsschutz durchaus gegen die SRP damals gekämpft hat, ja, oder dagegen eingestellt war, aber einfach mit einer Taktik, die eher umarmend war und die eher war, naja, wir lassen die Partei vielleicht, wir zerschlagen jetzt zum Beispiel die SRP nicht, lassen die am Leben und haben sie vielleicht aber dadurch auch unter Kontrolle. Möglicherweise sind die Übergänge zwischen Kontrolle durch Nähe, feindlicher Umarmung und heimlicher Sympathie fließend. Die Geschichte des Verfassungsschutzes wäre nicht vollständig, erzählte sie nicht auch von dieser Nähe. Und die Geschichte des Verfassungsschutzes ist eine Reihe von Skandalen, gegenüber der die jüngsten Äußerungen eines Maßen harmlos aussehen. Verfassungsschutzmitarbeiter besorgten Bomben für Terroristen, stifteten zu Straftaten an, inszenierten Gefangenenbefreiungen. Diese Skandale sind nicht auf den NSU beschränkt, sie lassen sich auch im Bereich des linken und islamistischen Terrorismus finden. Kapitel einer Geschichte, die jeweils einer eigenen Bearbeitung bedürfen. Die Geschichte des Verfassungsschutzes gleicht einem Kriminalroman und sie regt die Fantasie der Verschwörungstheoretiker an. Der Verfassungsschutz wäre demgegenüber einer aufklärerischen Kritik zu unterziehen,
Dafür ist sicher seine Auflösung eine Voraussetzung.